Oh, willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich bin eben gestorben. Hab natürlich auch schon aufgenommen gehabt. Knapp 9 Minuten. Und dabei ist mir das Game gecrashed. Und da ich ein MP4 aufnehme und die Aufnahme nicht ordentlich beenden konnte, war die Aufnahme natürlich Schrott. Ja, ich will mal gucken, ob ich eventuell in einem anderen Format aufnehme. Weil es nervt doch schon, dass jedes Mal die Aufnahme dann Schrott ist. Ja, gestorben bin ich, weil ich mich mit zwei Endermännern angelegt habe. Und den töten wir mal noch schnell. Und wir gehen jetzt mal schnell durch. Wieso habe ich die Teile jetzt doppelt hier? Ach so, genau, ich habe ja schon Schwerter gemacht. Ja, ich gehe mal schnell durch, was wir schon gemacht haben. Ich habe mir ein Water-Seed gemacht, den ich brauche. Den Water Seed dazu hat man Lava und Close Zone, also Lava rein und Close Zone dann drauf. Da hat man Endstorm gekriegt. Den haben wir gecrushed mit dem Hammer und haben uns damit dann die Prosperity Charts, heißen sie, glaube ich. Ja, genau, Prosperity Charts geholt. Ja, jetzt war ich gerade dabei, weil der Water Seed sammelt ja uns den Mob Measure zu machen. Wie, das ist ein Schwert angefangen. Das geht doch nicht mehr. Ah, na gut. Also wir wollten uns jetzt gerade den Mob Measure machen. Jetzt brauchen wir Schwerter. Ach ja, willst du doch nicht. Mann. Wir brauchten 2, hier 3, 8 Stück insgesamt. 1, 2, 3, 4. Das nehmen wir erstmal mit. 5, 6, 7 ist immer schon. Jetzt sind wir bei 8, genau. So, dann machen wir uns einmal 2 davon. Ach so, der legt die nicht da oben rein, okay. Dann können wir gleich mal testen, ob der das Schwert noch nimmt. Wenn er es nämlich noch nicht mehr nimmt, nimmt er nicht, habe ich mir fast gedacht. Na gut. Also müssen wir noch mal ein Schwert machen. Ein Schwert bitte. Danke. Müssen wir mal die Awards abwarten. Awards habe ich auch alle abgegeben vorher. Bevor ich aufgenommen, also gestartet habe. Nee, habe ich nicht. Das war noch das, was ich gemacht habe. Genau, ich habe unten bei der Mobfarm noch die Tor aufgebaut. Einen Tor-Controller habe ich mir gebaut, einen Schlüssel habe ich mir noch gebaut, Void-Upgrade. Die werden wir auch immer annehmen. Komm, sind wir einmal hier. Machen wir das gleich. Genau, unsere Siebe habe ich geupgradet auf Diamant alles komplett schon. Und hier haben wir, ja, das, was ich eben gemacht habe, das lassen wir mal offen noch, damit wir da mal sehen, wie viel wir am Ende sozusagen von der Folge gemacht haben. Das wollte ich ja mal testen, beziehungsweise mal so gucken. Dann hatte ich noch offline, ich hätte noch ein paar XP gefarmt, habe mir noch Lack. Ah, der ist wieder raus. Ah. Deswegen habe ich den in der Tasche, okay. Ja, da ich jetzt gestorben bin, hat es mir den Lack-Totem wieder rausgepfeffert. Aber das ist nicht so schlimm. Das Schwert. Mach's gut. Gut. Waren 2 Eisen und ein Stick. Meine Güte. Kriegen wir wieder. So, wir wollen jetzt aber den Mob Measure machen. Block of Redstone brauchen wir noch. Wir holen uns einfach mal. Was? 3 Stück haben wir noch. Wir haben da nicht nur noch 3 Redstone. Sollte das euer Ernst sein? Das ist ihr Ernst. Wir haben Redstone gekriegt. Redstone war, glaube ich, über das, ne? 7. Dust. Ja, ich würde sagen, ich muss noch mal. Ich muss noch mal ein bisschen das machen. Das machen wir erstmal alles hier rein. Damit mir das nicht wegkommt. Redstone, die Eimer. Den Rest gehen wir mal schnell hier unten rein machen. Nur muss ich noch schnell ein bisschen das sieben. Ja. Dann sei es so. Nobles Herz. Das haben wir auch noch nicht hier drin, okay. Gut, machen wir das mal. Ah, da war drin.
Ja, ich habe ja, wie gesagt, die Wand hier aufgebaut. Habe da auch schon einen Controller mit hingepackt. Und das wollen wir jetzt halt also komplett automatisieren. Eigentlich will ich es nur automatisieren wegen, ja, Bequemheit. Halt, das brauchen wir. Oh, so viel, das haben wir auch nicht mehr. Das ist nicht mehr viel. Ah, muss ich mal bestimmt noch wieder was machen. 1, 2, 3. Mehr brauchen wir nicht. Ja gut, was ist der Block auf jetzt von Netz wieder her? Meine Güte. Gut, den haben wir auch. Und damit sollten wir, glaube ich, alles haben. Block of Iron. Wir brauchen nochmal, glaube ich, einen Block of Iron. Genau, Block of Iron brauchen wir nochmal und 2 Diamanten. Aber das kriegen wir auch hin. Dias habe ich nämlich auch ein paar. Jetzt noch 25. So, ach, 3 Diamanten brauchen wir. Meine Güte. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ist halt nicht so mein Tag. Ich weiß nicht warum. So, damit hätten wir den Mob-Measure. Erst haben wir abgeschlossen. Jetzt geht's natürlich weiter. Ich will den natürlich klar, ne, gleich ordentlich upgraden. Aber ich habe noch nicht geguckt, ob das funktioniert. Iron Sword. Gut, das sind nochmal 4 Stück. Davon gehen rein 10 Stück. 10 mal 4, das sind 40 Schwerter. Alter Falter. Alter Falter. Wie viel Wetzern haben wir denn? Hol ich mal alles raus, das brauchen wir nämlich. Mir wäre aber eigentlich erstmal das Looting wichtig. So, da brauchen wir auch Lapis und Wetzern. Lapis und Zack. Danke. Davon gehen rein auch 10 Stück. Okay, wir haben kein Gold mehr. Aber kein Thema. 4, 5, 6, 7. Ach, scheiß drauf, wir machen alle. Wir machen den Rest dann wieder halt zurück. So, 10 Stück gehen rein. Ein haben wir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die hätten wir. So, jetzt brauchen wir. Das haben wir. Bei dem bin ich mir nicht ganz sicher. Wie Heating. Das sagt ja eigentlich die Köpfe. Ich weiß aber nicht, ob wir so viele Köpfe brauchen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir machen jetzt erstmal Iron-Schwerter. Ui, wir brauchen 14 Stück, habe ich gesagt, ne? 4. 40. Gut, der Rest kommt wieder hier rein. Das passt gar nicht alles hier rein, ne? Nope. 6 Stück sind übrig geblieben. Na gut, okay. Machen wir erstmal. Alles klar. Ach ja, ich muss sie alle einzeln reinlegen. Oh nein. Da habe ich immer gar keine Lust drauf. Wir machen den erstmal raus. Machen wir das so. 3 dauert halt ein bisschen, aber okay, kann ich das nicht ändern. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass das ein bisschen schneller geht. 6, 7. Jetzt haben wir kein Wetzern mehr. Ach nee, gell? Wir haben jetzt echt kein Wetzern mehr. Nope. Habe ich noch Sand? Ich habe noch ein bisschen Sand. 32. Achso, das sind ja die großen 6. Doch, die machen wir eigentlich mal schnell. So. Ich kannte das jetzt mal nicht raus. Ich meine, kann ja noch ein bisschen labern, ne? Ich meine, ich habe ja nicht mehr vorgehabt, wie eigentlich nur die Mobfarmen zu automatisieren, die Watering Can zu bauen. Damit sind wir ja schon ein Riesenstück weiter. So, damit haben wir den das. So. Wenn wir jetzt aber gar nicht alles hier reinkriegen, oder? Machen wir nur die Hälfte. Und da sind wir schon voll. Das Schöne ist, es fliegt nicht ganz so weit weg, wenn es wegfliegt. Ja, das kann runterfallen. Okay.
Aber das sammeln wir mal eben schnell auf hier. So. Jetzt sollten wir eigentlich alles reinkriegen, oder? Ja, jetzt kriegen wir alles rein. Gut, dann lasse ich mal schnell durch. Haben wir ein bisschen Wetzeln wieder. Den Rest lege ich beiseite erstmal. Haben wir genug? Ach, klar haben wir genug. Gucken wir mal an, wie das funktioniert. Ja, den Rest legen wir hier wieder rein. Meine Labbis brauche ich nochmal. Ne, Labbis brauchte ich nicht. Wir haben hier Schwerter. Genau. Wir haben doch die Schwerter. So, jetzt brauchen wir noch 6 Schwerter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, damit haben wir auch die Zähne fertig. So, erledigt. Wie gesagt, da weiß ich doch nicht. Wie gesagt, das ist eigentlich nur für die Köpfe. Also um die Tierchen zu köpfen. Was aber wichtig ist der Vakuumhopper, definitiv. Eye of Ender ist auch nicht das Problem, kriegen wir hin. 3 davon, Hopper. Machen wir einen Hopper. 3 Obsidian. 1, 2, 3. Dann holen wir uns eine Ender Pearl. Da haben wir ja auch schon 16 Stück. Oh, ist auch nicht verkehrt. Und einer davon brauchen wir. So, Ender Pearl und das Ding dazu. Und eigentlich müssen wir es uns gleich zweimal bauen, aber ich brauche es jetzt nur einmal, damit ihr seht, wie das System, also wie ich das meine. Also das ist immer noch drinne, weil ich will, das gleiche will ich hinten bei den Hühnern hin machen, weil der hat einen Radius von 7x7x7 und kann geupgradet werden. Aber der Radius reicht mir vollkommen. Deswegen. So, wir brauchen jetzt noch ein Backstorage. Einmal. Und jetzt muss ich natürlich gucken, jetzt bauen wir mal den Grimmskram da unten ein, aber bevor wir da runtergehen, ernte ich mal ganz kurz ihn hier. Weil wir brauchen 5 Stück, wenn ich mich recht entsinne. Hier geht's nicht vorwärts. Um uns die Watering Can zu bauen. So, wir werden das Ding hier hinbauen. So, ist mal unser Freund. Also geht's nach, was ist da? Norden? Norden. Nach Norden gehen die Items. Item, genau. Und ihr seht, er hat schon fleißig aufgesammelt. Ich weiß gar nicht, Show Area. Es ist ordentlich, das reicht doch vollkommen aus. So, das wieder aus. Den Loot werde ich nach oben hinbauen. Warum geht das jetzt nicht? Wir müssen ja alle da drin sterben, okay? Dann müsst ihr halt sterben. Wieder so komisch in der Ecke da stehen. Ach, sterbt doch mal hier. So, jetzt ist alles tot. Meine Güte, das ist ein Alarm hier. So, dann passt der hier und der geht nach oben. Also nach oben Items, der Rest. Automatisch die Säcke, habt ihr gesehen. Zack, rein. Das kann man auch hier reinschmeißen, das kann man auch hier reinschmeißen. Das hole ich mir mal raus. Das gehört dann nämlich nicht rein. Chicken, keine Ahnung, warum das hier drin ist, und Wetzel, weiß ich jetzt auch nicht. Also hierdurch sehen wir natürlich dann, ne, was noch einsortiert werden muss. So, hier stellen wir ihn mal hin. Ne, da muss noch eins weiter rein, ne. Ah. Kann ich hier wieder abbauen, ich hoffe es. Da muss der hin. Natürlich jetzt hier drinne.
das haben wir fast gelacht. Das ist nicht gut. Ist er wieder da drin? Ja. Gut, machen wir das mal anders. Machen wir einmal hier einen hier unten hin. Und den dann hier oben drauf. So. Eine Reihe nehme ich hier daneben jetzt noch. Für die XP was reinmachen. So. Weil wir sammeln ja auch XP. Ich werde da mal gucken. Ich werde eine Twam, glaube ich, mit hinmachen. Ja, ich werde eine Twam da hinmachen. Erstmal muss ich natürlich gucken. Ich muss das Ding natürlich erstmal einschalten. Also brauchen wir entweder eine Dings oder ein Lever. Aber ich glaube, wir brauchen einen Lever hier. Also ein Cobblestone, ein Stick. Weil dann kann man die Maschine nämlich ausmachen. Na gut, wenn ich noch jetzt so einen Fackel hinmachen, dann kann man auch ausmachen. Aber wir haben an die Gebläse, haben wir Lever, also machen wir jetzt hier auch Lever dran. Boah, und da wird er geschnetzelt. So, wir wollten aber hier noch Upgrades reinpacken. Zum einen das und zum einen das. Es gibt noch mehr. Weiß ich nicht, die drei finde ich ein bisschen useless, also ich brauche es ja nicht. Das hat nochmal das Verbrennen, dann Wittereffekt und dann Spider, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich gleich mal gucken, und dann halt dieses Behind. Wobei ich da halt, wie gesagt, nicht weiß, ob es Sinn macht. Weil wir haben jetzt Looting, Mobmesher. Nee, Looting war das hier, genau. Und mehr. Na. Jungs, ich komme nicht drauf. Mehr Damage. Jetzt habe ich es. Manometer. War das schwer. So, die Steine verwandle ich mal schnell zurück. Wenn wir nicht so viel drin haben. Gut, ja, ich will mir halt, wie gesagt, immer noch die Watering Can machen. Ich brauche dazu auch gar nicht mehr so viel. Was mit dem gebackenen Hühnchen, das weiß ich nicht, wo das herkommt. Aber ich kann jetzt auch erstmal, aha, unten die Dinger einsortieren. Das sind die nämlich auch weg. Dann kann ich auch gleich mal den Lootbagger zeigen. Der arbeitet zwar gerade nicht, aber okay. So. Er sammelt hier Dings raus. Also ich zeige euch das gleich mal. Hier könnt ihr dann einstellen, welchen Lootbag ihr haben möchtet. Das ist ja Upcoming, der Rar. Ich weiß es halt nicht, Epic und der Legendary. Hier haben wir noch Artefakt Lootbag. Ah genau, Artefakt und Old Blueback. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich lasse sie erstmal so drin. Ich habe noch keine Lust, keinen Nerv. Weil wir noch nicht ein ordentliches Storage-System haben, das alles einzusammeln. Was es von dem Mob-Grinding, von dem Mod natürlich noch gibt, das werde ich dann auch noch hinbauen. Das Mob. Ah ne, das sind ja viel Witter. Enderquake. Achso. Achso, ich dachte, der stoppt alles. Schade. Ja gut, aber hier haben wir jetzt nochmal die anderen. Also hier haben wir gesagt, wie gesagt, Fire. Dann Smitty, also Smite, Gewittereffekt. Und hier haben wir Bane of Atropos. Ich denke mal, die werden verlangsamt dadurch. Ja, würde ich sagen. Und wir schalten das Ding mal ein. Und wie ihr seht, die sterben instant. Oh, hier haben wir natürlich, klar, haben wir schon eine Zombie-Trophäe. Wir müssen jetzt natürlich immer mal wieder mal gucken hier, dass das Ding nicht voll läuft. Ich habe hier noch keine Upgrades drin, ich habe es nur abgeschlossen. Doch bei Inferium habe ich, glaube ich, schon Upgrades drin. Ja, genau, hier habe ich schon ein Upgrade reingemacht. Wegen dem Inferium. Das ist das, was ich bis jetzt nochmal rausgekriegt habe, wenn ich es mit den Schwertern getötet habe. Und ich denke mal, wir werden dann sehen, ob das reicht. Ich werde mich jetzt noch um den Tank kümmern. Den packen wir dann halt gut nach unten. Auch nicht das Problem. Ja, packen wir nach unten. Jo, einfach hier unten drunter machen wir den. So, gib mir den Stein wieder. Danke.
So, wollen wir mal gucken, ob da oben die Ferium-Essenzen, die Water-Essenzen fertig sind. Weil das brauchen wir nämlich. Die ist natürlich noch nicht fertig. Doch, jetzt gerade. Aber wir haben nur eine rausgekriegt. Schade. Weil ich brauche nämlich, das hier können wir auch aus. Nein. Das können wir rausnehmen. Das brauche ich mir gleich nochmal. Watering. Genau. Wir brauchen nämlich den Infinity Water Source. Da brauchen wir 5 Stück. 3 habe ich. Den Rest habe ich schon zusammengebaut. So, ich würde sagen, ich baue das Gerät jetzt mal wieder hinten noch. Und bis dahin sollte der Water-Dingsbums da fertig sein. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe gerade die letzten gekriegt. Ich habe jetzt 6 Stück von den Watering-Essenzen. Da gehen wir gleich nochmal runter. So, wir können uns aber jetzt erstmal auf alle Fälle die Watering kennen wollen. Das sind nämlich 1, 2, 3, 4, 5. Nee, sowas nicht. Ich weiß es nicht mehr. Watering. So, doch war so. Naja. Ja, Gedächtnis und so, ne? Naja, okay. So, damit haben wir die Inferium. Die macht jetzt nur 1 mal 1, aber wir überlegen, ob wir hier hingehen oder ob mir die reicht. Die macht 5 mal 5. Ich glaube, ich gehe dann auf die. Wollte ich schon sagen. Ich würde sagen, wir testen das auch erstmal. Ja, wir gehen dann auf die hier. Wir gehen dann hier hoch, weil hier haben wir dann zum Endeffekt 9x9. Und hier kommen wir nur auf 5x5. Wir machen die vom Mystical Agriculture. Die Watering Can. So, und das will ich jetzt mal probieren. Ja. Weil die nur 1x1 macht. Ich muss unten auf die Ecke, okay. Draußen. Funktionieren tut sie nicht so richtig, oder? Nicht wirklich. Sonst macht sie das nicht weiter. Hier passiert jetzt mal gar nichts. Ja. Gut, muss ich noch mal ein bisschen testen. Ich dachte, das funktioniert damit ein bisschen schneller. Weil eigentlich war mir so. Aber ich mache noch eins im Upgrade noch mal schnell unseren. Ach, jetzt, hör, was war denn jetzt? Wenn schon verspätet, hä? Wir upgraden noch mal schnell unseren Cobblestone-Generator. Ich wollte ihn eigentlich gleich komplett machen, aber mir fehlen die. Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Placeboarder, jetzt habe ich es. Ich bin nochmal schnell einen Eimer, da kann man nämlich auch unsere Dings wieder starten hier. Kommen wir doch nicht da dran. Machen wir das halt so. So, das ist das Löff wieder. Sehr schön. Das kommt wieder weg. Das lasse ich erstmal hier drin, da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ob ich hier auch noch mal ein paar Tore hinmache oder so, mal gucken. Aber wir gehen jetzt mal schnell zu der Mobfarm. Gucken dann nochmal, was da abgeht. Also wie gesagt, ich habe hier noch einen Reinforced Large Farm reingemacht. Da gehen nur 4 Millionen rein. Und ich denke mal, das reicht erstmal eine Weile. Gut, Items haben wir nicht mehr. Also wir haben eben noch zugekriegt Leder. Nochmal einen anderen Enderman-Kopf und nochmal eine Statue. Das, was ich einsortieren musste. Also, hält sich in Grenzen. Im Ferium-Essenz haben wir 24. Ich glaube, wir sollten uns auch mal ein Seed davon noch machen. Machen wir uns auch ein Seed? Ja, ich denke auch, wir machen uns auch schon ein Seed davon, oder? Ja. Wir lassen das mal hier weg. So.
Dann machen wir zum Beispiel einen Sieg davon. Ach halt, habe ich davon überhaupt noch vier Stück? 2, 3, 4, gerade so. Gerade so. 1, 2, 3, 4. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so geht. Deswegen gucke ich nochmal. So, wir wollen ein Inferium. Den Crafting sieht nicht. Inferium sieht. Das geht nämlich nur so. Ja. Nur gut, dass ich nochmal geguckt habe. So, dann haben wir das nämlich auch fertig. Dann packe ich jetzt einfach mal hier daneben. Dann muss ich mal gucken, dass ich das vielleicht ein bisschen vor erweitert kriege. So, aber wir gucken jetzt mal ganz kurz die Quests durch. Ein bisschen was haben wir ja geschafft. Ja. Haben wir schon mal eins. Schon mal zwei. Nummer drei. Und vier. Das ist doch schon mal ordentlich. So, dann haben wir hier was. Ah, genau. Hier haben wir die Watering-Can. Okay, wir müssen in beide Richtungen gehen. Also werde ich mit die wahrscheinlich doch erstmal bauen. Mal gucken. Ja, doch. Ich denke mal, ich werde es erstmal bauen. Was haben wir hier noch? Ach, hier haben wir noch den Cobblestone-Generator. Ja. So, ich sage, haben wir ganz schön was geschafft. In Nether. Ach, hier ist mit dem Nether-Cake. Okay. Was haben wir hier? Quote-Kiste. Ah, da kann man natürlich auch nochmal gucken. Ne, dann. Unserem Furnace kann man noch abkennen. Gut, dann gucken wir dann in der nächsten Folge mal. Wir haben einiges geschafft. 6 Rewards haben wir erledigt. Das ist schon mal nice. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ne? Nutzt die Kommentare für eure Anregungen. Was weiß ich, was ihr noch auf dem Herzen habt. Was ihr vielleicht mal sehen wollt, was ich euch zeigen soll. Fragen und so weiter und so fort. Öffnet die Kommentare da. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr definitiv keine Folge mehr. Ja, ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da natürlich, ne? Ja, in diesem Sinne, habt einen schönen Feierabend, genießt eure Freizeit, wir sehen uns. Ciao!